5 Jahre gefühlt haben wir Pause gemacht. Ja. Jetzt ist es wieder soweit. Wir zwei Verfechter der intelligenten Fernsehunterhaltung spielen eine neue Runde. Wenn ich du wäre. Ja. Nun sind wir mittlerweile allerdings beim Öffentlich-Rechtlichen angestellt und natürlich selbst, wie auch unsere Zuschauer, etwas reifer und älter geworden, richtig. Und da haben wir uns gedacht, eigentlich ist das nicht mehr passend, dieser Name. Wenn ich du wärst albern, ne? Ja, das ist falsch an dieser Stelle eigentlich. Absolut, ja. Wir spielen heute, wenn ich sie wäre. Ja, Häufer Umlauf, ne? Herr Winterscheid. Wir haben uns natürlich überlegt, okay, wenn wir nochmal zu einer neuen Runde ansetzen, wo machen wir das? Wo kann man spektakulär starten? Fahren wir zum Papstbesuch? Oscarverleihung. Nach Syrien? Einfach wieder auf die Pornomesse. Ja, auch nein, wir haben eine bessere Idee. Vorsicht, wir sind. Du bitte kurz? Ja, Tag. Tag. Wir sind heute hier bei der weltgrößten Seniorenansammlung. Dem Vatikan und dem ZDF-Verwaltungsrat. Wir sind heute auf einer Messe aktiv im Alter, hier in Berlin. Mal gucken, was es da so gibt. Wir werden mal reingehen und vorher gibt es natürlich noch, und das müssen wir machen, Klamottentausch. Oh ja, stimmt. Obligatorischer Klamottentausch. Ich habe dir Sachen mitgebracht. Wirklich? Ich habe dir auch was mitgebracht. Ja, siehst du, das passt ja nicht. Das ist ja ein Bauerntheater hier. Du kannst ja vieles vorwerfen, ne? Ja. Aber ja. Nicht, dass wir nicht originell wären. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? In Rentnerklamotten auf einer Rentnermesse, ne? Und wir waren für den Fernsehpreis nominiert. Ne? Wir gehen rein auf die Aktiv im Alter. Soll ich jetzt hier aufhalten? Ja, das wäre nett. Und nicht so rennen, bitte. Nee, nee. Wo geht's denn hier zur Party? Gesundheit. Ich dachte kurz, sind wir doch auf der Venus, ja, aber was ist denn das hier? Frau Köster, wieder fit? Bin ich Frau Köster? Ach so. Sie sehen den Punkt da oben, Herr Winterscheid. Ja, ich. Dieser Punkt ist für die alten Herrschaften hier, damit die sich nicht verlaufen auf dem großen Areal der Messe. Ja, ja. Damit die wissen, wo sie sind. Und wenn ich Sie wäre, Herr Winterscheid, würde ich diesen Punkt jetzt umkleben. Das ist echt ein Schwein. Das soll doch gegen mich gehen, nicht gegen alle hier. Den Ort, wo du ihn hinklebst, ne, den kannst du selber bestimmen. Das finde ich total fies. Ja, das ist es. So. Lass uns mal irgendwie noch was Krasses machen hier. Ups. Ja. Herr Winterscheid. Ich bin der Herr Winterscheid. Wie können wir Ihnen behilflich sein, Herr Winterscheid? Ja, erstmal aus dem Weg gehen, ne? Ja. Klebstoffprodukte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber alte Leute sind ja generell immer auch sehr höflich. Geben Sie mal recht, ne? Wir grüßen immer. Man könnte natürlich jetzt dir dazu verhelfen, heute ein bisschen Höflichkeit hier an den Tag zu legen. Und vielleicht könnte man einfach deine Hand an deine Mütze festkleben. Ginge das? Ja, ne? Meine Hand an meine Mütze setzen. Ja, dann kannst du dann, wenn du dann, musst du immer nur so machen, ne? Hallo, Maria. Kannst du den hier machen, den ganzen lieben langen Tag. Und ich würde einfach sagen, wenn ich Sie wäre, Herr Winterscheid, würde ich mir Kleber in die Hand schmieren lassen, an meine Mütze fassen und den ganzen Tag den Grüß August machen. Gut, ich könnte ihm ja die Hand auch an den Sack festkleben lassen, weil ich bin ja auch nicht so ganz das große Schwein. Ne? Nee. Aber nicht so viel, ne? Kannst du aufsetzen jetzt. Ach, so blöd, ne? Das wird heiß. Ja, ja, ja. Ah! Heiß. Sehr heiß, sehr heiß. So, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank. Ne? Dann laufen wir ein bisschen über die Messe, kannst den Leuten mal Hallo sagen. Seien Sie doch so nett und sagen Sie ihm einmal Hallo da. Können Sie ihm einmal Hallo sagen? Warum? Sagen Sie ihm einmal Hallo. Was dann passiert, ist total lustig. Gucken Sie mal. Hallo. Hallo. Toll. Hallo. Habe ich Ihnen eigentlich schon Hallo gesagt? Hallo. Hallo. Warum habe ich mir das denn an so eine ungünstige Stelle geklebt? Ja. Grüß dich, Klaas. Guten Tag. Guten Tag. Was kann man hier machen? Rütteldosenspiel. Rütteldosenspiel? Ja. Hier ist was los, ne? Hier ist was los, ne? Wie bei Schlag den Raab ist das hier. Hallo erstmal. Komm, ich mach einmal mit. Was kann ich gewinnen? Ein Blumenstrauß. Ein Blumenstrauß? Ja. Hallo. Ich schmeiß uns raus beim ZDF. Ich
schmeiß uns einfach raus. Nein! Ich muss nochmal. Aber klar, man kann einen Preis gewinnen, das ist nicht sinnlos. Ja, was denn? Gibt's schon wieder einen Blumenstrauß oder einen Einkaufswagen, Chip oder irgendwas anderes? Ein Dartpfeil? Kugelschreiber. Nee, Kugelschreiber. Was kann man denn heute Tolles gewinnen? Es gibt einen Kugelschreiber. Oh, ein Kugelschreiber. Na, da habt ihr euch ja mal ganz... Mini-Maus-Pads. Mini-Maus-Pads. Guck mal, wenn du eine Mini-Maus hast. Ja. Das ist doch auch totaler Schwachsinn. Hör auf jetzt, lass das. Sag lieber den Leuten hier mal höflich. Sag dem Mann da vorne mal höflich Hallo. Hallo. Ich will nach Hause. Ich will PlayStation spielen oder irgendwas machen, was junge Leute machen. Um 6 ist hier zu, egal ob wir was haben oder nicht. Ne? Wann ist endlich 6? Wir beschäftigen uns mit dem Straßenverkehr. Seniorensicherheit im Straßenverkehr. Ah, okay. Und dann haben Sie so eine, das habe ich gerade schon gesehen, Drunkbusters steht da drauf, ne? Ja. Was ist das genau? Erklären Sie doch mal. Das ist eine Brille, die ist besonders beschichtet und geschliffen und simuliert einen Alkoholrausch. Nur übers Auge. Aber wie du aussiehst. Oh mein Gott. Wie du aussiehst. Film das bitte mal. Wie siehst du? Vorsichtig. Slalom. So. Aber ich den umgedreht oder du? Ja, du musst den schon stehen lassen. Hör auf jetzt. Lass das. Wir waren dich. Alter. Boah, hör auf. Das sieht aus, als hättest du die Augen oben in der Stirn drin. Das ist ja eklig. Guck mal, ich schmeiß sie jetzt auf den Boden und du hebst sie einfach auf, die Geldstücke, okay? Schau mal. Links. Sag mal, weißt du nicht, wo links und rechts ist? Ich sehe das doppelt. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich hier rumfahren und das Rennen machen, fährst du noch mal zu dem Stand, wo wir die Dinger her haben und bedankst dich mal bei den Leuten und kommst dann wieder her. Cool. Und folgendes, pass auf, wenn ich Sie wäre, Herr Wolfer Umlauf, würde ich diese Brille, die ja schon bekannt ist vom Polizeistand, da wir aufsetzen. Ich fahre die alle kaputt da drin. Ja, Herrgott, ne? Vorsichtig, ne? Aber mit einem gewissen Tempo, weil es hört ja auch nicht ewig auf hier, ne? Ich sehe nicht, vorsichtig! Entschuldigung. Ja, wir müssen jetzt nicht aufs Klo führen. Hau ab. Ich stehe vor dem Klo, sag mir wenigstens, ob ich vor dem Klo stehe. Ja, ich stehe mal. Sag mal. Danke, dass wir die Geräte benutzen dürfen. Vorsicht! Frau Höfer Umlauf und ich haben uns überlegt, wie man dieses Trauerspiel hier mit Würde zu Ende bringen kann. Wer als erster über die Ziellinie ist, der ist Weltmeister, wenn ich Sie wäre 2011.